Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pier Solar. Und ich würde sagen, ich schätze mal, dass das hier die Hauptstadt ist, wovon der Mann in dem Campingplatz geredet hat. Und wir gucken einfach mal, ob wir die Frau von dem Typen finden. Ich bezweifle, dass sie hier außen irgendwo rumrennt. Und ich nehme einfach mal an, dass alle Frauen diesen schwarzen Anzug tragen. Ich kenne den richtigen Namen nicht mehr von diesen schwarzen Dingern, die die Frauen tragen müssen, aber hier geht's gar nicht durch, da ist eine Wand. Aber wir gucken einfach mal, ob wir eine finden. Vielleicht haben wir auch schon irgendwo gehört, dass die irgendwie einen Mann sucht oder sowas das letzte Mal. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ganzkörperverhüllung, ja, dich hatten wir schon mal, aber du bist nicht die Frau von Typi Mac Typ Typ. Bist du es vielleicht? Nein. Mal gucken, geht's irgendwo weiter? Auf jeden Fall ist hier noch irgendwas. Ach, immer noch der verbuggte Balkon. Okay, nicht schlecht. Gucken wir mal hier rum. Irgendwo müssen wir doch die Frau von dem Typen finden. Hier ist immer noch ein Eingang. Gut, probieren wir den einfach mal aus. Da. Nein. Vielleicht ist das ja auch gar nicht die Hauptstadt, sondern nur irgendwas anderes. Ja, okay. Bei dir dachte ich, du hast unsere Freundin eingesperrt, aber das hast du anscheinend doch nicht getan. Irgendwo muss doch hier eine Frau sein. Ich nehme an, dass das in der Hauptstadt sein soll. Wir können ja mal gucken. Ups. Oh. Wow. Ich habe rausgefunden, wie man die Karte öffnet. Man hält einfach die X-Taste gedrückt. Okay. Kann man die auch. Sieht man auch, wo man ist? Wo sind wir denn? Anscheinend sieht man gar nichts. Nö. Wir sehen nicht, wo wir sind. Gut. Wenn wir jetzt hier nichts schnell finden, dann gehen wir einfach in die Oase. Aber hier sind auch ganz viele Frauen. Aber ich gehöre definitiv nicht zu der Sorte. Ja. Mit euch haben wir überall schon geredet. Eine Nacht kostet 10 Goldstücke. Machen wir einfach mal. Vielleicht passiert da irgendeine schöne Zwischensequenz, wenn wir wirklich schlafen. Denn so wirklich Gasthäuser zu benutzen? Ich weiß nicht. Ich habe bisher noch keinen Grund dazu gesehen. Um ganz ehrlich zu sein, vielleicht wird das ein bisschen anders, weil es gibt ja keine Oberwelt-Zufallskämpfe, weil es keine Oberwelt gibt. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz so, wozu diese Gasthäuser sein sollen. Aber die werden schon einen Sinn erfüllen. Möchte ich zumindest mal hoffen. Sag mal, bist du eine Frau? Du siehst aus wie eine Frau. Ja, hatten wir alle schon mal. Okay, wir finden hier keine Frau. Ich kann ja mal nach diesem Teil irgendwie in die Komplettlösung gucken. Und gucken, ob wir die Frau irgendwo finden. Und dann. Ja, dich hatten wir auch schon. Du noch. Nee. Aber gut, dann gehen wir erstmal zu dem Ort, wo wir eigentlich hin sollen. Dann, wie gesagt, im nächsten Teil gucke ich einfach mal in die Komplettlösung und dann gucken wir mal, ob das hier wirklich die Stadt ist, wo wir die finden können. In den Canyon sollen wir ja gehen. Wir sind, glaube ich, ganz gut ausgerüstet und gehen einfach mal. In der Oase können wir eh nicht viel kaufen, weil die uns sowieso nur abzocken. Naja. Ui. Ich sehe nur. Ach, hier geht's rein in den Canyon. Ach. Hallo, ich. Oh Gott, wer bist du denn? Wir suchen etwas und wollen fragen, ob. Ja, sagst du auch irgendwas? Ah, wow, der Typ hat's aber eilig. Ja, folgen wir ihm. Ich würde aber gerne da rechts lang gehen. Aber gut, aber ich höre schon mal einen Schatz. Kann ich mit dir reden, Käfer? Nein. Mit Käfern kann man anscheinend nicht reden. Hier oben rechts muss irgendwo ein Schatz sein. Oh, und Zufallskämpfe gibt's hier auch. Gott, die Gegner sehen alle wirklich gruselig aus. Obwohl sie gar nicht so stark. Sind das zwei? Ja, das sind zwei Gegner. Machen wir erstmal den großen, der ein bisschen
gefährlich aussieht. Okay, ein Schlag tot. Du bist doch nicht so gefährlich, wie du aussiehst, komisches Schlangenmonster. Ja. Sieh, ihr habt insgesamt 28 Goldmünzen gefunden. Okay, unser Gold wird so langsam angehäuft. Und angehäuftes Gold ist immer gut. Hier in der Höhle vielleicht, sodass mir ansagen, dass es hier drin Gold gibt. Ja, mir wird hier gesagt, dass es Gold gibt. Gucken wir. Rennen wir hier mal durch. Und noch mal ein Zufallskampf. Ich muss aber noch sagen, die Zufallskämpfe halten sich in Grenzen. Ich finde sie noch nicht so nervig, dass sie jetzt, dass ich sie abstellen müsste. Na gucken, können wir auch Dinge in der zweiten Reihe angreifen? Ja, obwohl die gar nicht, obwohl was davor steht. Können wir also tun. Warum machen wir auf einmal weniger Schaden? Naja, werden wir schon irgendwie rausfinden. Wir machen einfach mal normale Angriffe. Für diese kleinen Standard-Mobs muss man, glaube ich, jetzt nicht so viel Taktik anwenden. Zumindest habe ich noch nicht so das Gefühl, als würden sie übermäßig viel Schaden machen. Selbst wenn sie angreifen. Ich meine, da 15 Schadenspunkte ist wirklich nicht der Rede wert. Da kann Alina einmal heilen nach 50 Angriffen oder sowas. Und dann haben wir das Problem auch gelöst. Er hat insgesamt 63 Goldmünzen gefunden. Ja. Yeah. Ich muss sagen, so langsam häuft sich unser Reichtum an. Da haben wir auch. Zweimal Schatz. Feuerstein. Gegengift. Wozu ist denn ein Feuerstein? Können wir mal gucken? Feuerstein. Hier ist Feuerstein. Wert 5 Runden jede Art von Feuermagie ab. Okay, wenn wir irgendeinen Feuerboss haben, wäre der ganz nützlich. Und anscheinend sind hier noch mehr Schätze. Ja. Noch mehr Schätze. Ein Meißel. Können wir damit irgendwen ausrüsten? Kannst du den Meißel ausrüsten? Einfaches Schwert, gut für Anfänger. Gibt das mir mehr? Moment. Also der Dolch verringert es, aber das macht überhaupt keinen Unterschied. Deswegen gucken wir einfach mal durch. Kannst du das ausrüsten? Nee, du hast ja einen Bogen. Kannst. Oh, Moment. Ich habe hier irgendwas. Was ist das? Eine Impfung. Achso, die Impfung ist das, okay. Nicht H1N1. What the fuck? Vergiftung? Okay. Der kann den Dolch auch nicht ausrüsten. Aber das Dynamit kann er im Kampf werfen. Ich würde ja mal. Können wir Edisit impfen? Ach, wir können das anlegen. Ach so. Ach so, ist ein Accessoire. Super. Gucken wir mal, können wir dem jetzt. Aha, das waren ja die 5% weniger Schaden. Aber die möchte ich gerne Alina geben, denn die ist unsere Heilerin. Die könnte das etwas mehr gebrauchen. Gucken, haben wir noch mehr Accessoires? Magischer Kaugummi ermöglicht einen Konter aus der Verteidigung. Okay, das wäre auch gut für. Hier ist der Meißel. Habe ich die ganze Zeit gar nicht auf den Meißel geklickt? Aber der macht auch keinen Unterschied. Die Konterattacke wäre aber auch gut für. Da, du kannst den Meißel doch anlegen. Gut, bei dem haben wir gar nicht auf den Meißel gedrückt. Naja, die Konterattacke wäre gar nicht so schlecht für. Edisit. Allerdings verliert er auch einiges an Stats. Also eine Konterattacke, weil er hat den meisten Angriff, soweit ich das sehen konnte. Und wenn der eine Konterattacke macht, wäre das schon mal nicht schlecht. Und dann, weil Edisit ja sowieso schon ein kleiner Schwächling ist, impfen wir ihn einfach mal. Und mal gucken, haben wir noch irgendwas? Ne, mehr können wir nicht anwenden. Gut, reicht ja auch erstmal. Hier unten gibt es noch einen Schatz, was mir das Piepen verrät. Ein Kraut, gut. Wo kommen wir wieder raus? Irgendwo am Arsch der Welt. Aber hier ist noch ein Schatz. Hier kommen wir aber nicht durch. Kommen wir da hinterm Stein durch? Hinterm Stein kommen wir auch nicht durch. Ach, da ist der Typ wieder. Oh Gott, so viele Schätze in der Nähe. Okay, wir haben mindestens 3 Schätze gerade auf dem Bildschirm gehabt. Was schon mal gar nicht so schlecht ist. So, ich mache ihn wieder platt. Und dann kann Edisit ja jetzt auch mit seinem Feuerdings hier ein bisschen mehr Schaden machen.
Jetzt, wo wir ihm den Meißel gegeben haben. Oh, jetzt machen die aber doch schon ordentlich Rambazamba hier. Ein Angriff. Noch einer, noch einen. Ich könnte mir auch auf Automatik stellen. Ich glaube, die sind intelligenter mit dem Automatik als... Uiui, oh. Jetzt machen die aber ordentlich Schaden. Oh, ein kritischer Treffer. Ach, deswegen habe ich vorhin mehr Schaden gemacht. Gut. Dann müssen wir jetzt mal schnell heilen, denn die haben jetzt doch schon ziemlich Schaden mit einem Schlag gemacht. 80 Punkte. Gut, dann... Gott, wir haben mindestens 1, 2, 3, 5 Schätze mit einmal. Wir wollen zaubern mit Alina. Und zwar auf dich. So, bist du voll geheilt damit? Nee, oder? Nein, aber es sollte reichen für das nächste bisschen. Ist das hier der Eingang, den wir genommen haben? Nee, aber ich sehe einen Schatz. Ich stelle mal wieder in die 16-Bit-Grafik. Das ist doch leichter. Und ich muss jetzt mal unbedingt das Radarpiepen kurz ausmachen. So. Zumindest bis wir ein paar Schätze hier abgearbeitet haben. Denn das ist zwar sehr nützlich in Städten, wo es irgendwie so ein oder zwei Schätze auf einmal gibt. Aber wenn man hier irgendwie fünf hat, würde ich das doch gerne ausschalten. Sieht so aus, als müssten wir in die Höhle rein. Damit das alles funktioniert, wie es soll. Ah, aber ich sehe noch einen Schatz. Du brauchst einen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. So, kommen wir jetzt hier zumindest an den Schatz. Noch ein Dynamit. Dann sollten wir durch diese Tür auch an die andere Kiste rankommen. Dann können wir, glaube ich, auch das Piepen wieder anmachen. Einfach um den Rest zu finden. Ja, hier kommen wir an die Schatzkiste ran. Noch ein Gegengift. Ah, wäre die vielleicht für Alina besser als dieses... Ich glaube nicht, dass wir hier so viel Erdschaden noch bekommen. Hammers. Nee, der Stein nicht. Wo ist die Impfung hin? Da, aber ich kann sie anscheinend nicht geben. Heilt Vergiftungen. Das ist gar nicht die Impfung. Ist das hier? Wo ist denn die Impfung hin? Oder habe ich gar einen Gegengift bekommen und habe nur wieder Impfung gesagt, weil ich dumm bin? Naja, wie dem auch sei. Alles egal. Wir gehen einfach mal hier rein. Interessante Dinge gibt es überall zu entdecken. Wie zum Beispiel diesen Schatz. Eine Metallmünze. Was auch immer das für Zeichen dahinter sind. Keine Ahnung, kann ich gerade nicht entziffern. Sind nur Striche und Punkte gewesen, aber hier gibt's... Ist das der verschlossene Schatz, wo wir wieder einen Schlüssel brauchen? Nein, ist der nicht. Aber wie es aussieht, müssen wir den anderen Gang gehen, um da unten an diese Schatztore ranzukommen. Und Schätze sind doch... So, von einiger Bedeutung möchte ich mal behaupten. Goldmünze. Hui. Wieder drei Gegner. Ein Hinterhalt auch noch. Kannst du jetzt einen Gegenangriff machen? Schade. Er hat sein Trinket ist nicht gezündet. Wir machen mal auf Auto. Sind die intelligent? Och, jetzt sind wir auch noch vergiftet. Jetzt sind wir fast tot. Ja. Na gut, heilt euch mal. Ui, der macht aber mit seinem Dolch jetzt schon einiges an Schaden. Und er ist tot. Haben wir eine Wiederbelebungsfähigkeit oder hat er wieder einen Punkt nach dem Kampf? So wie in manchen moderneren Rollenspielen. So dass man nicht unbedingt Wiederbelebungs-Items braucht. Gut, machen wir jetzt mal Aqua Arrow auf den, damit der jetzt endlich mal stirbt. Ah, anscheinend kriegen die weniger Schaden, wenn sie in der Erde rumkrauchen. Zumindest möchte ich das jetzt mal von meinen, von dem, was ich sehe, ableiten. Ja, und jetzt macht der Schaden zurück, oder wie? Hä, warum greife ich mich jetzt selbst an? Oder warum, hä? Okay. Anscheinend komme ich an den nicht ran. Dann wäre ich einfach mal ab für eine Runde. Und warte, bis der wieder rauskommt. Kommst du denn wieder raus? Ha, ich glaube, das wird nichts. Aqua Arrow. Wir probieren es einfach nochmal mit Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Warum? Kommst du bitte auch wieder raus da? Damit ich hier auch angreifen kann?
Irgendwie möchte das nicht funktionieren. Müssen wir wohl wegrennen. Da kriegen wir aber gar kein Zeug. Hilft vielleicht ein Zauber, aber du hast ja noch Heilung. Angriff, sammeln. Können wir überhaupt wegrennen? Gibt es hier eine Wegrennmöglichkeit? Oder sind wir jetzt dazu verdammt, ewig warum leuchtet denn jetzt? Moment. Ich kann mit Hosten immer noch angreifen, obwohl er tot ist? Oder war das gerade ein Bug? Machen wir das Ganze nochmal. Okay, ja, anscheinend kann ich mit Hosten doch nichts mehr machen. Ich kann nur, wenn ich zurückgehe, jetzt kann ich hier fliegen. Wenn ich auf B drücke, während ich mit Alina noch einen Angriff auswähle, kann ich mit Host wieder angreifen. Sehr interessant. Mal gucken, kriegen wir den jetzt geheilt? Ja, er hat wieder einen Lebenspunkt. Gut, dann kriegt Host, bitte geh zu Hosten rüber, gut. Und heil ihn eine Runde. Und den ganzen Spaß machen wir doch gleich nochmal. Noch eine Heilung. Mein Gott. Ich weiß nicht ganz. Man muss nach oben und unten drücken, um zwischen den Charakteren zu wechseln, statt einfach mal irgendwie links und rechts zu machen, wie die Bilder auf dem Bildschirm sind. Ja, manchmal hat man so eine kleine Designentscheidung, die irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben in diesem Spiel. Naja. Was soll's. Gut, die Schatzkiste haben wir gesucht. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht hin, aber hier gibt es trotzdem eine Schatzkiste. Mamluk. Okay, können wir uns wieder neue Sachen ausrüsten. Du scheinst mir wie jemand, der einen Mamluk ausrüsten kann. Ja, sogar einen Punkt mehr. Perfekt. So. Gucken wir mal, geht's hier durch? Ne, wir müssen hier den Durchgang nehmen. Und wir haben natürlich noch einen Zufallskampf. Es sind immer so viele Gegner auf einmal. Das muss ich jetzt echt mal sagen, gefällt mir gar nicht an diesem Spiel. Man hat zwar nicht viele Kämpfe, aber dafür sind da ein Haufen Gegner mit einmal. Und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Dinger, die hier im Erdboden versinken. Ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Der hat sie einfach vergraben und ist nicht mehr rausgekommen. Und Alina ist so gut wie tot. Ja, hört auf, alle Alina anzugreifen. Ach, und er kommt schon wieder nicht raus, oder? Mal gucken. Kriegen wir wieder Schaden, wenn wir jetzt angreifen? Nee, er kommt raus. Sehr gut. Weil der davor irgendwie, entweder war es ein Bug oder sowas, aber der ist einfach nicht mehr rausgekommen. Ich habe mehrere Runden gewartet. Gut. Oh Gott, sieht gar nicht gut aus. Die machen alle eine Menge Schaden hier. Ich hätte nicht erwartet, dass das jetzt so schwierig wird. Dich will ich jetzt endlich mal loswerden, denn du haust hier ordentlich rein. Der Kleine macht überhaupt keinen Schaden, zumindest kaum Schaden. Aber diese komische Riesenstachelschlange, die ist überhaupt nicht nett. Gut, auch wenn Hosten jetzt nur alles bekommt, schnell Stufe erreicht. Gut, na zumindest etwas. Dann müssen wir jetzt, weil Alina hat kein Mana mehr, hält mehrere Lebenspunkte. Wow, das hat er super gebracht. Und nochmal, na gut, zumindest hast du jetzt davon mehr bekommen. Ein paar MP, die will ich nicht. Wieder MP, die will ich nicht. Halt ein paar HP bei einer Person. Gut. Benutzen. Wow. Die benutzen wir einfach mal alle. Gut, jetzt hast du wieder ein bisschen Leben. Den nächsten Kampf wirst du hoffentlich überleben. Denn die sollen ja auch mal ein paar Level aufsteigen, damit sie auch ein bisschen stärker werden. Und jetzt sollten wir mal wieder dem komischen Mann hinterherlaufen. Da unten ist immer noch diese Schatztruhe, die hätte ich gerne gehabt, aber ich bin da nicht hingekommen. Ich bin so erledigt. Eddie, wie fühlst du dich? Und der ist umgekippt. Ich
hab dir auch gesagt, du sollst überleben. Ich hab dir auch gerade Leben gegeben. Alicent, Brüderchen. Oh nein. Houston? Ellie, mir geht's auch nicht gerade gut. Houston? Und okay. Kommt schon, Jungs, nicht. Okay, wir kippen gerade alle um. Und da oben ist der Typ. Rettet er uns? Bitte rette uns. Du siehst nett aus. Außerdem hast du ein Charakterporträt bekommen und das heißt, du bist ein Netter. Ah, Goa-Mann, von irgendwo haben wir von dem doch schon mal gehört. Ich weiß gerade nur nicht mehr wo. Der Fremde ist erwacht. Wo bin ich? In meiner bescheidenen Hütte. Aber ich muss zugeben, ihr seid wirklich hartnäckig. Ihr seid mir meilenweit gefolgt. Aber am Ende habe ich euch dann tot, halbtot im Tal aufgelesen. Ich habe solchen Durst. Bei dieser Hitze gleicht das Glitzern des Wassers einem Diamanten. Hier, Houston, trink das. Woher kennt er unseren Namen? Okay, der hat uns ja zugehört, wie wir da alle umgekippt und geredet haben. Danke, aber woher kennst du meinen Namen? Ja, habe ich auch gerade gefragt. Es ist weniger geheimnisvoll, als du denkst. Ich weiß ihn von deinen Freunden. Geht es ihnen gut? Mindestens so gut wie dir, Junge. Sie sind da vorne bei meinem Meister. Komm zu uns, wenn du soweit bist. Wir werden warten. Halt, wie heißt du eigentlich? Man nennt mich Mohu. Ah, ist eine Kuh anscheinend. Oh, danke, Mohu. Gerne doch, Houston. Alles klar. Ist das auf einmal ein Schnauzer? Oder ist es der Meister? Ich verstehe. Wahrhaft beeindruckend, Kinder. Ihr seid weit gekommen. Houston, du bist wach. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich freue mich doch auch, dass es euch gut geht. Das ist also der alte Meister mit dem Bart. Houston, das ist Tagmar, unser Gastgeber. Hallo, mein Herr. Vielen Dank für eure Hilfe. Ein netter Gast. Zumindest freundlicher als die junge Frau hier. Was ist geschehen? Ich habe ihn geschlagen. Okay. Was? Ich war noch ganz benommen und ich wusste ja nicht, wer er ist. Kein Problem. Ich wurde schon schlechter behandelt. Ich muss immer noch. Er sieht so alt aus, aber so. Sein Bart gibt ihm kein Alter, sondern so Weisheit. Okay, also. Kein Problem. Ich wurde schon schlechter behandelt. Meine Freunde haben mir alles über eure Reise erzählt. Das muss eine aufregende Woche für euch gewesen sein. Ja. Nun. Ich schätze, ihr habt inzwischen erraten, wer wir sind. Die Wandernden? Jene, die Faden der Vergangenheit halten? Fäden, die Ash-Punkte hat man fast gar nicht gesehen, der 16 mit Grafik hier. Ich weiß wirklich nicht. Genau deswegen mag ich keine Kinder. Es tut mir leid, mein Herr. Houston ist nicht gerade ein Historiker. Houston, diese Männer sind Nomaden. Und ihre Vorfahren haben die Ruinen der Reja gebaut. Das stimmt. Wir sind die Nachfahren derer, die ihr sucht. Ich habe immer gedacht, eure Vorfahren sind viel weiter geflohen. Das ist weit genug. Sie haben sich dann in den Bergen angesiedelt und sind bis heute hier geblieben. Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Ihr seid vertrieben worden von uns. Die Vergangenheit vermag die Seelen zu vergiften, wenn man sich allzu lange auf sie versteift. Und zum Glück haben uns die Menschen schon lange vergessen. Heute kommt uns fast niemand mehr. Fehlt da nicht irgendein Wort? Fast? Höchstens noch eure Gelehrten und Forscher. Ich glaube, besuchen oder sowas hat da gefehlt, oder? Oder habe ich es einfach überlesen? Höchstens noch eure Gelehrten und Forscher. Wobei ihr Interessen meist von zoologischer Art ist. Es ist wirklich eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal Besucher hatten. Ah. Nun dann, ich fürchte, unsere Treffen dienen nicht nur dem Vergnügen. Wir müssen euch um einen Gefallen bitten. Natürlich, wir verdanken euch unser Leben. Unser Gebiet ist heilig. Einige wenige Menschen kennen uns, aber je weniger, desto besser. Wir werden euch in unseren Landen dulden. Landen? Ist Landen ein Wort? Unseren Ländern? Landen? In unseren Landen dulden. Okay, akzeptiere ich einfach mal als Wort. Doch sollten noch mehr von eurem Schlag hier auftauchen, wären wir alles andere als erfreut. Bitte behaltet eure Begegnung mit uns für euch und erzählt niemandem, wo wir leben.
Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Oh, und das Video ist um. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video, wenn diese wunderbare, interessante Konversation weitergeht. Bis dann, bye.